Die Liebe, sagt man, setzt einen Mann in Flammen. Das gilt aber auch für Feuerpfeile, zum Beispiel für die, die Alexander der Große hier verschießt. Im Echtzeitstrategiespiel Rise and Fall will er nämlich Persien erobern. Moment mal, Echtzeitstrategie? Das sieht doch aus wie irgendeine Action-Schnetzelei. Stimmt, denn das ist eine Besonderheit von Rise and Fall, der Heldenmodus. Per Tastendruck oder auf Befehl in manchen Levels wechseln wir in diese Perspektive und erledigen dann die Feinde. Nochmal der Action-Modus. Der nimmt nämlich tatsächlich einen ziemlich großen Teil von Rise and Fall ein. Jetzt ist Alexander endlich in Persien gelandet, muss aber als Gladiator in einer Arena sich beweisen. Zusammenbleiben! Alexander hat mehrere Möglichkeiten zu kämpfen. Entweder er schwingt sein Schwert oder er benutzt seinen Bogen. Im Laufe des Spiels bekommt er sogar stärkere Waffen und kann dann zum Beispiel eben Flammenpfeile verschießen oder drei Gegner gleichzeitig aufschießen. Diese Action-Sequenzen in Rise and Fall machen einen Heidenspaß, auch wenn sie etwas simpel ausfallen. Du gibst zwar keine Special Moves wie einen Rundumschlag oder die Deckung per Schild, kämpferische Feinheiten fehlen allerdings. Zeit, deinen Vater zu treffen, Sohn des Zeus! Alexander ist so gut wie unverwundbar, solange sein blauer Ausdauerbalken oben links gefüllt ist. Und mit solchen Amphoren hier füllen sie den wieder auf. In der Arena muss Alexander 4 Runden überstehen. Klingt viel, ist aber ganz einfach, wenn man weiß, wie man anstellen soll, denn sobald in der 4. Runde den Kriegselefanten fällt, gilt der Level als geschafft und man muss sich nicht mehr um die ganzen Soldaten kümmern. So, jetzt gibt's aber doch mal etwas richtige Echtzeitstrategie, und zwar in der 2. Kampagne, in der wir mit Kleopatra Ägypten verteidigen. Wir werden angegriffen! Hier kämpft Kleopatras Armee gerade gegen die Römer. Sehr schön zu sehen ist die Mauer, denn Mauern spielen in Rise and Fall eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt gerade eine Leiter angelegt und unsere Leute stürmen das Bollwerk, während die Kamelreiter die Truppen am Boden aufhalten. Und mit der Ramme da hauen wir die Tür ein. Natürlich kann aber auch Kleopatra den Heldenmodus wechseln und sollte das auch öfter mal tun, zum Beispiel um ihrer Armee den Rücken frei zu halten. Während unsere Leute hier unten kämpfen, klettern wir hinten rauf und machen die Bogenschützen alle. Mit rudimentären Befehlen steuern wir unsere Leute sogar im Heldenmodus. Das ist auch wichtig und sinnvoll. Falls Sie sich wundern, warum Sie jetzt noch immer nichts vom Basisbau gesehen haben, naja, der ist in Rise and Fall einfach nicht so wichtig. Zwar kann man jede Menge Gebäude errichten, Einheiten ausbilden und forschen, aber das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich im Heldenmodus. Deshalb werden Hardcore-Strategien vielleicht nicht so ganz glücklich mit Rise and Fall werden. Immer wieder gibt es in den Kämpfen übrigens besonders starke Gegner, wie hier zum Beispiel den Captain Marius, den wir gerade erledigt haben. Jetzt wird's doch noch ein bisschen strategisch, denn mit den im Kampf erbeuteten Ruhmpunkten kaufen wir Berater-Upgrades. Dadurch bekommen wir bessere Landwirtschaft, höhere Moral oder einfach nur stärkere Kämpfer. Die wirken sich am Anfang ziemlich stark aus, später ist es aber egal, denn man hat genug Ruhmpunkte für alle Upgrades. Ganz klar, für Hardcore-Strategen ist Rise and Fall sicher nix, denn dafür gibt's zu wenig Tiefgang und zu viel Action. Aber just diese Action-Szenen machen es für mich aus, denn die bringen wahnsinnig viel Atmosphäre. Wenn ich als Alexander mitten im Schlachtfeld stehe, die Pfeile rundherum reinprasseln und die Feinde schreien, dann ist richtig was los. Ich werde Rise and Fall auf alle Fälle bis zum Schluss durchspielen.